Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In diesem Video geht es um den Mord in Thailand auf Koh Phangan, der sogenannte Stückelmord. Ich fasse den Fall nochmal zusammen, bevor wir dann zu dem Urteil kommen. Nachdem dann Leichenteile auf der thailändischen Ferieninsel Koh Phangan gefunden wurden, hat der Spanier Daniel Sancho Broncello nach Polizeiangaben den Mord an einem Kolumbianer gestanden, der am 31. Juli als Tourist eingereiste Spanier war Daniel Sancho Broncello, ein Koch auf YouTube, der auch als Influencer tätig war. Und die Ermittlungen dauerten dann natürlich an. Müsamler hatten Teile einer zerstückelten Leiche auf einer Müllheide gefunden. Und die Ermittler gingen dann davon aus, dass es sich bei den Toten um den 44 Jahre alten Chirurg Edwin Arrieta Arteaga aus Kolumbien gehandelt hat. Laut der Bild hat dieser Kolumbianer eine erfolgreiche Klinik in seinem Heimatland in Kolumbien geleitet. Das Opfer und der Verdächtige haben sich gekannt, bevor sie nach Thailand gekommen sind, erklärte der thailändische Polizeichef Banja. Und die dubiosen Aktivitäten des Spaniers sprechen dann dafür, dass er den Kolumbianer getötet hat. Er kam danach in Untersuchungshaft und ihm könnte wegen Mordes die Todesstrafe drohen. Allerdings wird diese in Thailand nur sehr selten verhängt und nach meinem Kenntnisstand auch nicht mehr ausgeführt. Die Bangkok Post hat dann berichtet, dass der Chirurg der Liebhaber des Spaniers gewesen sei. Demnach waren die beiden seit etwa einem Jahr ein Paar und Aretas Schwester teilte hingegen mit, von einer Partnerschaft zwischen Sancho und ihrem Bruder nicht zu wissen. Dieser Mann hätte ihr Haus, also das Haus der Familie, noch nie betreten. Gegenüber der spanischen Agentur EFE hat sich Sancho dann laut T-Online als Opfer dieser Beziehung dargestellt. Er sagte: Ich bin schuldig, aber ich war Edwins Geisel. Er hielt mich als Geisel. Es war ein Glaskäfig. Er sagte weiter, er hätte ihn dazu gebracht, Dinge zu tun, die er normal nicht getan hätte. So habe Arteta ihn zur Beendigung der Beziehung mit seiner Freundin drängen wollen. Er war besessen von mir. Sancho habe mit Arteta lediglich eine geschäftliche Beziehung eingehen wollen. Aber das Einzige, was er wollte, war, dass ich sein Freund bin. Und dann erklärte er den Tatablauf wie folgt: Arteta Arteaga habe nach seiner Ankunft mit ihm schlafen wollen. Doch Sancho habe das dann verweigert. In einem Wutausbruch habe er dann Arrieta Arteaga geschlagen, woraufhin dieser mit dem Kopf auf die Badewanne geprallt und verstorben sei. Dann habe er sich entschlossen, seinen Partner zu zerstückeln. Der Polizeisprecher erklärte allerdings, dass Eifersucht oder die Angst vor einer Trennung als Tatmotiv nicht ausgeschlossen werden können. Der Mord sei zudem lange geplant gewesen, denn die Ermittlungen ergaben, dass Sancho sich gründlich vorbereitet hatte, indem er weitere Gegenstände kaufte, um die Leiche zu verstecken, so Sprecher der thailändischen Zeitung zufolge. Und Videoaufnahmen zeigen dann, wie der Täter am 1. August Mordwerkzeuge in einem Supermarkt kauft, sowie Gegenstände, um die Leiche verschwinden zu lassen nach dem Mord. Und aus weiteren Aufnahmen geht dann hervor, wie er Teile der zerstückelten Leiche in einer Nike-Tasche transportierte. Kopf und Arme des Chirurgen wurden später von Ermittlern im Meer gefunden. Insgesamt wurde die Leiche in 14 Stücke zerteilt, einige davon bisher noch nicht gefunden. Medienberichten zufolge hat der Spanier, also der Täter, als Koch gearbeitet und ist der Sohn des bekannten spanischen Schauspielers Rodolfo Sancho. Wie T-Online dann unter Berufung auf die spanische Zeitung AS berichtet, hieß es aus Sanchos Umfeld, der 29-Jährige habe sein Geständnis unter emotionalem Druck abgelegt. Und die Familie des Opfers hat sich bislang noch nicht zu den Verbrechen dann geäußert. Die Insel Koh Phangan ist bekannt für ihre weißen Sandstrände und zieht auch wegen ihres Nachtlebens zahlreiche Rucksacktouristen an. 2014 war die thailändische Urlaubsinsel Koh Tao von einem Doppelmord an zwei britischen Rucksacktouristen erschüttert worden. In der Tat wurden zwei myanmarische Gastarbeiter zu lebenslanger Haft verurteilt. Und Menschenrechtsorganisationen warfen den thailändischen Behörden dann allerdings vor, die beiden Männer als Sündenböcke missbraucht zu haben. Zu dem Fall gibt es übrigens auch ein Video hier auf dem Kanal. Ich glaube, das ist sogar das erste Video, das es auf diesem Kanal gab.
In einem Update vom 11. August 2023 heißt es dann, so hat auf jeden Fall der Fernsehsender Telekinko berichtet, dass der Arzt, also das Opfer, seine ganze Familie gedroht habe. Er hätte gesagt, er sagt mir, ich würde erfahren, was Kolumbien ist und wozu ein Mann mit 100 Millionen Dollar fähig ist. Und nach seiner zweiten Nacht im Gefängnis von Koh Samui habe er drei Bitten an die Gefängnisbehörden gerichtet. Er habe um besseres Essen als das, was ihm gegeben worden sei, um Medikamente, die ihn offenbar beruhigen sollten, und um einen Anruf bei seiner Familie gebeten. Ja, wenn ich es mal so sanft ausdrücken darf, wenn man in den thailändischen Gefängnissen was zu essen bekommt, das ist schon ziemlich beschissen. Das hat also nicht so mit den europäischen Standards in Gefängnissen zu tun. Am 17. August gab die thailändische Polizei in einer Pressekonferenz bekannt, dass sie für den mutmaßlichen Mord an Edwin Arrieta die Todesstrafe für Daniel Sancho fordern wird. So hat es dann der El Periodico berichtet. Zuvor hatte die Familie des kolumbianischen Chirurgen in einer Erklärung Gerechtigkeit und echte Unterstützung für die Angehörigen des Verstorbenen, dem einzigen Opfer in diesem grausamen Fall, gefordert. Die Familie werde das Urteil respektieren, egal wie es ausfällt, und trotz des grausamen Todes von Edwin seien sie zutiefst religiös und wollten nicht, dass Daniel Sancho zum Tode verurteilt wird, sondern wünschten sich eine lebenslange Haftstrafe. Sollte Daniel Sancho zum Tode verurteilt werden, wäre der thailändische König der Einzige, der Sancho noch retten könnte. Ja, am 19. August sagte dann der Vertreter der spanischen Botschaft in Thailand nach einem 15-minütigen Gespräch mit dem YouTube-Koch, dass dieser stark und gut gelaunt sei. Es ging ihm gut, aber er könne die Krankenstation nicht verlassen, weil er einen Bandscheibenvorfall habe. Und da wäre er allein mit vier Gefangenen auf der Station. Er wäre im Moment ruhig, aber er befinde sich auf einer emotionalen Achterbahn. Am 22. August wurden dann die Ergebnisse der Autopsie bekannt gegeben. Und diese zeigten, dass Edwin Arrieta starb, nachdem ihm der junge Spanier die Kehle durchgeschnitten hatte. Das sagte die Nummer 2 der thailändischen Polizei, Surachatea Akpan, der mit der Untersuchung des Verbrechens vom 2. August beauftragt ist. Und das wäre auch bereits die endgültigen Ergebnisse der Autopsie. Nach den Spuren am Tatort zu urteilen, haben die beiden zuerst gekämpft. Und Daniel schlug ihn und dann fiel der Arzt und schlug mit dem Kopf gegen das Waschbecken. Also das stimmte schon mal, was dieser Daniel Sancho da gesagt hat. Aber er starb nicht in diesem Moment, sondern als Sancho anfing, ihm die Kehle durchzuschneiden, wie der Gerichtsmediziner festgestellt hat. Ja, und dann gab es nochmal ein Update vom 16. Dezember letzten Jahres. Da kamen dann nochmal neue Details ans Licht und da haben spanische Medien berichtet, dass Daniel Sancho seine erste Nacht auf Copangan in einem Luxusresort verbrachte und dass sein späteres Opfer Edwin Arrieta gebucht und bezahlt hatte. Der Chirurg hatte insgesamt 700 Euro für drei Hotelnächte in Thailand bezahlt, von denen Sancho dann nur die erste genutzt hat. Ja, und in diesem Jahr ging es dann weiter, da gab es dann den Prozess. Und jetzt ist das Urteil gesprochen worden. Und zwar wurde Daniel Sancho zu lebenslanger Haft verurteilt. Und zwar wegen Mord. Das Urteil wurde erst vor wenigen Tagen gesprochen. Und gegen das Urteil kann ein Einspruch vor dem Berufungsgericht und falls nötig später auch beim obersten Gericht Thailands eingelegt werden. Und das planen die Anwälte von Sancho auch. Das heißt dort, wir werden in die Berufung gehen. Ein so hartes Urteil hatten wir nicht erwartet, sagte seine Anwältin Carmen Balgafon vor Journalisten. Aber man muss ja bedenken, Daniel Sancho hätte auch zum Tode verurteilt werden können. Der Vater von Daniel Sancho, Rodolfo Sancho, wollte dann keinen Kommentar zum Urteil abgeben. Nur nochmal ein Hinweis, wer das ist, der hatte Hauptrollen bei mehreren der wichtigsten spanischen Kinostreifen sowie TV-Filmen und Serien der vergangenen 20 Jahre. Er spielte unter anderem mit dem Thriller The Man from Rome, der Vatikan-Probe, mit. Ja, und dass dieser Fall dann so groß in die Medien geraten ist, das hat einen ganz einfachen Grund. Denn die Leiche in diesem Fall wurde nur circa einen Monat nach dem Fund der Leiche von Hans-Peter Mack gefunden.
Und zwar, ich denke mal, da erinnert ihr euch dran, der ist im Badeort Pattaya zerstückelt aufgefunden worden und in der Gefriertruhe. Ja, und wenn ihr euch jetzt fragen solltet, was ist mit dem Fall von Hans-Peter Mack, da läuft doch jetzt auch der Prozess. Es gibt keinerlei Informationen dazu, also da ist jetzt tatsächlich so der Punkt, dass ich immer noch auf ein Urteil warte, und auch in den thailändischen Medien ist nichts dazu zu finden. Also ich hatte den Fall damals komplett dokumentiert auf dem Hauptkanal, und wenn es dort ein Urteil gibt oder irgendwelche anderen News in dem Fall, dann erfahrt ihr dies über den Hauptkanal. Also wenn ihr den noch nicht abonniert habt, dann abonniert ihn. Ich werde ihn euch nochmal in der Beschreibung verlinken. Und noch ein kleiner Nachtrag in dem Fall von Daniel Sancho. Mit einem eigens angemieteten Kajak soll Sancho dann im Meer die Leichenteile entsorgt haben. Anschließend soll er mit Freunden am Strand eine Vollmondparty gefeiert haben. Und kurz danach wurde er festgenommen. Das war's zu dem Fall. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss.